Moin, Johannes hier und Dolk hier. Wobei Dolk nur mittelbar, denn der ist für euch nicht zu hören, aber es ist ein Revival alter Zeiten. Dolk war, glaube ich, der erste hier auf dem Manyways-Kanal, mit dem ich quasi User-Partien gespielt habe. Und er ist immer noch einer der stärkeren Abonnenten hier auf dem Kanal. Ein bisschen aufpassen auf D2. Unsere Bilanz, ihr seht's. Nicht mehr ganz, ist vielleicht auch besser so. 10 zu 37 aus meiner Sicht. Das ist genauso grauenvoll, wie es klingt, aber was hilft es? Ich will den Läufer entwickeln und ich sehe hier hinten keine Gefahr. Vielleicht kommen da gleich so Späße wie eine Entwicklung des schwarzfädrigen Läufers Richtung H2. Mal gucken. Ist mir, glaube ich, gegen Dolk schon ein paar Mal passiert, dass ich auf dem Königsflügel dann in überraschende oder in tödliche Attacken gelaufen bin. Ich versuche das jetzt diesmal ein bisschen zu vermeiden, indem ich mich selber auf die Position stelle, die ich dafür gefährlich halte. Und da kommt auch schon der Läufer auf das prognostizierte Feld. Aber diesmal bin ich vielleicht schneller. Hoffentlich bin ich schneller. Tausche hier, habe jetzt erstmal den Bauern versucht zu stabilisieren. Das hält natürlich nicht lang. Muss ich hier zuerst schlagen? Wahrscheinlich ist der Erstschlag in dem Fall nötig. Ja, er kann vielleicht nicht zurückschlagen, wegen Springer schlägt E5 und dem dann offenen Angriff auf die Dame. Wie machen wir weiter? Ich schlag hier und gehe dann. Ah, das geht ja nicht. Nach Turm schlägt, wollte ich hierher zurück. Das hätte aber nicht funktioniert. Jetzt müsste ich noch mal wieder einen Schritt weiterkommen, weil ich den Läufer schlagen kann, wenn er mit dem Turm hier schlägt. Ja, ich kriege einen blöden Dreifachbauern. Kann ich dem entkommen? Den Läufer stehen lassen, aber dann verliere ich ja noch mehr Material. Komme leider auch nicht mit Schach raus. Von daher muss ich ihn mir zurückholen. Dolk wird mir den Dreifachbauern verpassen und dann den Läufer schlagen mit dem Turm, genau. Und hey, wie schwer kann es wohl sein, so einen Dreifachbauern zu verteidigen? Versuchen wir es. Ist schon schwer, weil ich jetzt schon Schwierigkeiten habe, hier die Grundreihe bzw. die zweite Reihe zu decken. Ja, alles irgendwie angegriffen. Der vordere Feld, gut, das muss man sicher einkalkulieren, aber dabei wird es halt nicht bleiben, leider. Weiß nicht, es gibt wahrscheinlich tausend Ideen für Schwarz hier. Sieht alles irgendwie attraktiv aus. Alles irgendwie spannend aus Sicht von Schwarz, denke ich. Vielleicht sollte ich meine Bauernstruktur so ein bisschen verbessern. Ich bin immerhin nur Qualität zurück, in Anführungsstrichen. Jetzt muss ich den Bauern mit dem Turm schützen. Das ist natürlich relativ teuer. Er hat hier das sch optisch schöne Schach, aber ich glaube, das ist durch König F3 relativ gut abzu. Wenden. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas initiieren können. Trennt meine Bauern, aber greift auch seine Bauern an. Gibt mir vielleicht die Möglichkeit, hier irgendwann zu pushen. Und erstmal kann ich ja auch noch meinen König ziehen.
So behalte ich, denke ich, noch die meiste Flexibilität. Aufpassen vor Gabeln. Unschön, ja, ich habe kein Feld. Kein Feld für den Turm. Schade. Schade, 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 schade. Nimmt den Bauern auch mit Schach sogar noch unangenehm. Unangenehm. Das ist leider das richtige Wort. Dolk möchte tauschen. Ja, und da hat er natürlich recht. Wenn ich nicht tausche, will ich noch einen Bauern mehr. Aber wenn, dann kann ich mit nicht tauschen irgendwie noch vorankommen. Frage ist und bleibt trotzdem wie. H4. Übrigens erinnern mich die Figuren für diejenigen, die schon einen Tag älter sind, an Arasan, das tatsächlich auch mein erstes Computerschachprogramm war. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier auf dem Kanal. Wenn doch, verzeiht's mir und verzeiht mir auch, dass in dem Endspiel jetzt nicht mehr viel geht. Den Bauern verliere ich ja auch noch und dann hängt der hier unten wahrscheinlich gleich. Spätestens nach Springer E4 wird es sehr eng, dann kann ich nochmal rüber. Er geht aus der Fesselung raus und dann ist er fällig. Okay, ein anderer Weg. Arasan hatte Figuren, die gerade bei den Bauern sehr ähnlich aussahen zu dem, was wir hier haben. Und Arasan war damals, das muss so 1998, 99 gewesen sein, leider schon zu stark für mich. Da habe ich zum ersten Mal das Gefühl erlebt, wie es sich anfühlt, eben gegen eine Maschine zu verlieren. Und das ist grauenvoll. Es ist die absolute Hölle, gegen was zu verlieren, was so scheiße aussieht wie Arasan, was aber halt besser Schach spielt als du. Immerhin hatte ich damals noch nicht viele Jahre auf dem Buckel, heute ist es ja im Grunde noch viel schlimmer. Ich spiele seit ewigen Zeiten Schach und so eine KI wie Lila Chess Zero haut einen dann mal ebenso weg. Das ist schon deprimierend. Da haben wir wenigstens noch unsere Gabel gesehen und ich glaube, jetzt ist es Zeit, die Partie aufzugeben. Vielen Dank an Dolk. Good old times. Und es steht jetzt 10 zu 38. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Wie immer dürft ihr ein Abo dalassen. Dürft dem Kanal auf dem Weg ein bisschen helfen. Ihr kennt die Mechanismen von YouTube. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wer Lust hat, mich rauszufordern, so eine Partie zu bekommen, bei der ich kommentiere, was er spielt, der kann das jederzeit gerne tun. Meinen Benutzernamen seht ihr hier. Fordert mich einfach raus, schreibt mir eine Nachricht und dann können wir uns hier treffen. Macht's gut, bis dann. Ciao.